Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Da die Let's Plays wirklich bei euch sehr, sehr gut Anklang finden, beziehungsweise euch die sehr, sehr gut gefallen, mache ich natürlich mit der Let's Play Reihe weiter. Vielen, vielen Dank für die Kommentare, dass euch OMSI sehr gefällt und meine Let's Plays auch. Und ich werde versuchen, in diesem Video unfallfrei zu fahren. Wird etwa eine Stunde gehen. Keine Angst, bevor das Gejammer losgeht. Ich werde die Parts in 20 Minuten Hälften teilen. Und werde natürlich an jeder Haltestelle anhalten und sagen, hier halte ich und hier wird ein Cut gemacht und so weiter und so fort. Und ich denke mal, dass es auch in eurem Sinne ist, weil so ein Stundenvideo möchte ja nicht unbedingt jeder gucken. Da hat man doch wirklich mehr davon, wenn man so einen 20 Minuten Part macht. Ich habe mir überlegt, ja, soll ich nicht einen halben Stunden Part machen? Dachte ich, nee, eine halbe Stunde zu lang, 10 Minuten irgendwie zu kurz. 20 Minuten ist, finde ich, die Mitte und lasst mir nur mal in den Kommentaren wissen, findet ihr das so okay oder soll das länger oder kürzer sein? Einfach, dass ich hier ein bisschen Bescheid weiß. So, wo befinden wir uns heute hier? Wir befinden uns heute in Berlin und zwar beim Berliner Bahnhof Zoologischer Garten. Also ist ein U-Bahnhof. Und fahren die Linie XX10 Richtung Teldown-Wartstraße. Die Fahrt beträgt etwa eine Stunde. Also laut Fahrplan 45 Minuten, aber ich rechne mit einer Stunde etwa, je nachdem wie viel Verkehr ist und wie viel nicht. Und da kommt schon einer von unseren Kollegen an. Wir müssen also die Bordelektronik anmachen. Moin, Kollege. So, nachdem wir auch freundlich gegrüßt haben, würde ich sagen, starten wir den Motor. Erstmal machen wir die Heizung an, weil die Leute sich sonst mehr stören würden. Ja, es wird so kalt und bibberkalt. So. Dann würde ich sagen, stellen wir noch kurz die Uhrzeit ein wenig ein, beziehungsweise erstmal hier die Linie 01036 und die Route 07. So, jetzt wurde es außen geändert, kann man hier schön sehen, Teldau-Wartstraße, sehen wir auch hier im Fahrgastinformationssystem. So angezeigt. Noch ein kurzer Eckpunkt. Und zwar, ich habe beim Vorstellungsvideo euch noch vergessen zu sagen, dass man hier auch per Knopf die Türen aufmachen kann. Das habe ich euch vergessen im Vorstellungsvideo zu sagen, aber ihr seht, es funktioniert. Ja. So. Jetzt suchen wir uns einen Fahrplan aus. Könnt ihr, wie gesagt, leider das nicht sehen. Ich schaue, dass ich das irgendwie hinkriege. Ich schaue mal, ob ich irgendwo was finde. Was Gutes. Es ist je nachdem noch eine sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidung. Also finde ich jetzt, weil man doch hier auch ziemlich viele Routen auswählen kann, die man fahren möchte. Und nehmen wir die in 3 Minuten kommt. Die fährt von Herzallee eben zur Wartstraße. Sind hier aktuell, steht da 4 Minuten. Ich tue das Ganze um 1 Minute hochdrücken. Und jetzt können wir mich abfahren auch schon. So. Gang ist drin. Da würde ich sagen, fahren wir auch los. Und zwar
Muss ich jetzt noch ganz kurz was einstellen? Mir ist nämlich jetzt gerade was aufgefallen, was mir irgendwie so gar nicht passt. So, und jetzt dürfte es ein bisschen besser laufen. Die Hilfspfeiler müssen noch an, das vergesse ich auch irgendwie manchmal, die anzumachen. Warum das jetzt so ruckelt, kann ich euch echt nicht sagen. Gibt Abschnitte, die laufen flüssig. Gibt aber auch genauso viele Abschnitte, die laufen eben nicht unbedingt flüssig. Was ich jetzt hier mache, hätte ich nicht machen dürfen, das weiß ich. Oh, es gibt viele Hater-Kommentare. Hey, das hätte ich machen dürfen. Ich weiß, aber ein Busfahrer muss pünktlich sein. So, dann halten wir hier auch schon an. Lassen die Leute rein. Morgen. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ah, die Anzeige ist ja digital. Das heißt also, sie funktioniert wirklich. Finde ich cool. Auch selten Spiele, wo so funktioniert, wo bei denen das geht. Oft ist es ja nur ein Bild, wo drüber geklebt ist, aber dass es hier so richtig funktioniert, finde ich cool. So, ist ein All drin. Wunderbar, dann fahren wir ab. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Das geht mit dem Heizen des Busses halt ein bisschen, ist natürlich auch groß. Ja, wie gesagt, lasst es mich wissen, wenn ich zu viel reden soll in dem Let's Play, dann bitte auch in die Kommentare damit, aber ich denke mal, das dürfte nicht unbedingt der Fall bis jetzt sein. Falls doch, wie gesagt, in die Kommentare bitte damit. Muss nachher noch die Spur wechseln. Ah, nee, doch nicht. Ich habe nämlich gedacht, ich muss die Spur wechseln, dabei muss ich die gar nicht wechseln. Bevor viele mich jetzt fragen, oh, hast du ein Lenkrad? Fährst du ein Lenkrad? Nein, ich fahre mit dem Joystick. Und zwar habe ich von Microsoft noch so einen etwas älteren, der ist ja auch jetzt so seine 10 Jahre alt. Ein ziemlich robuster, ist halt aus Plastik, ist aber ziemlich robust, wie ich finde. Und tut immer noch seine Dienste tadellos. Das habe ich dann auch für meine Let's Plays benutzt, unter anderem beim OMSI. Und aktuell sind wir gut dran, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nie so gut vorangekommen. Beziehungsweise so gut durch die Autos durchgefahren, weil oft tue ich ja immer wieder auch das RAM ab und zu, habt ihr auch in den anderen Videos ja gesehen von mir. Ich versuche meinen Fahrstil zu verbessern. Aber eben bis jetzt einwandfrei. Aber ich bin jetzt mal ein bisschen still, damit ihr mal die Fahrt genießen könnt. Morgen. Morgen. Morgen, schöne Dame. Hoppala, willst du noch mit? Ne, die will nicht mit. Okay, alles klar. Damit können wir leben. U-Bahnhof Uhlandstraße.
Oh. Entschuldigt mal, Leute. Guten Morgen. Hallo. 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 Morgen. Wow, der Kollege von der M29. Oliver Platz. Kann natürlich sein, dass der jetzt hier gerade auch in unsere Haltestelle fährt. Müssen wir natürlich ein bisschen Abstand lassen. Weil ich bin da sowieso. Recht früh dran. Daher mal schauen. Nö. Ich muss sagen, bis jetzt fahre ich eigentlich ziemlich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bis so weit gut durchkomme. Jetzt muss man natürlich aufpassen, da es noch auch ein bisschen knapp wird und ich nicht unbedingt Lust habe, hier ja meinen Bus demnächst ins Depot zu bringen und Gute Nacht zu sagen, weil irgendein Autofahrer in den Bus reingefahren ist. Boah, fährt da. Ist diesmal nicht der Fall. Wie gesagt, ich fahre bei diesem Video vorsichtig. Ich versuche es zumindest, so vorsichtig zu fahren, wie es geht. Also mal schauen, das ist Mr. Oliver. Ja, das ist der Oliver Platz. Mal schauen. Na okay, jetzt verdeckt natürlich gerade das Ding. Hallo. Hallo. Schau ich mal kurz hier. Ah, die Linie 111. U-Bahnhof Adenauerplatz. Ich muss sagen, ich bin noch nicht zu spät, nicht zu früh. Wir schauen jetzt hier, ob hier... Nee. Wird natürlich auch bald wieder grün. Aber eben, wir haben noch mehr als eine Minute plus, also von dem her kann die Ampel auch ruhig eine Minute rot bleiben. Ist der Adenauer Platz, ja genau. Damit, dass ich die Leute hier an der falschen Stelle rauslasse. Hallo. Ah, N92 Richtung Rosenegg.
ist hinter mir. Wunderbar. Muss man nur schauen, ob das klappt. Ja, es klappt gerade so. S-Bahnhof Halensee. Ist natürlich auch so eine Sache mit der Geschwindigkeit beziehungsweise ne? Mal schauen. Nö. Oh, halt! Das war jetzt knapp. Jetzt müssen wir kurz suchen, einen Weg zuzusetzen. Ich habe gesagt, ich versuche es. Ich habe es nicht ganz versprechen. Es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man so mit 60 ankommt, dann irgendwie nach ein paar Metern dieses Schild sieht. Ist natürlich für einen Busfahrer auch nicht prickelnd. Aufpassen, dass wir nicht zu übermütig werden. Ich meinte bei der Haltestelle. Genau. Morgen. Bismarckplatz. Jetzt haben wir noch eine Station und wenn wir diese eine Station zu Ende gefahren haben, dann mache ich einen Cut. Wie gesagt, wir sind ein bisschen im Verzug. Was das hinter uns soll, frage ich mich eigentlich jetzt auch wieder, aber naja. Wir müssen raus. Der Bismarckplatz ist ja, soweit ich weiß, hier ziemlich in der Nähe. Bismarckplatz, bitte ausschneiden, wie die wollen.
Danke, dass ihr mit mir gefahren seid. So. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr den Part 1 geschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr bei Part 2 dabei seid. Auf Wiedersehen zusammen. Tschüss.